Lang genug hat's gedauert. Die Japaner dürfen sich schon seit Ende letzten Jahres mit Metal Gear Solid 3 Subsistence vergnügen. In den USA ist die gepimpte Version des grandiosen Schleichabenteuers seit letztem März auf dem Markt. Jetzt kommen auch wir endlich in den Genuss der Neuauflage. Wenigstens hat sich das Warten gelohnt, denn die deutsche Version von Subsistence entspricht der limitierten japanischen Special Edition. Das bedeutet, ihr dürft euch auf satte 3 DVDs voller Metal Gear Action gefasst machen. Hauptattraktion ist natürlich nach wie vor das packende Dschungelabenteuer Snake Eater. Dank der verbesserten Kamera steuert ihr den bärtigen Kultschleicher Snake jetzt mit wesentlich mehr Übersicht durch den Urwald. Wie bei anderen Spielen des Genres schon längst üblich, schwenkt ihr jetzt auch bei Metal Gear Solid 3 mit dem rechten Analogstick die Kamera um euren Helden herum und habt zu jeder Zeit eure Umgebung im Blick. Da somit einer der größten Kritikpunkte an MGS 3 ausgemerzt wurde, können wir euch das Spiel nur noch mehr empfehlen. Neben dem Singleplayer-Game finden sich aber ja auch noch einige zusätzliche Schmankerl im dicken Subsistence-Pack. Da wäre zum Beispiel der Online-Modus. Leider müssen wir euch hier nochmal Bilder der US-Version zeigen, da wir mit dem deutschen Testmuster aus technischen Gründen nicht online gehen konnten. Außer der Menüsprache dürfte es hier aber keine Unterschiede zwischen den Versionen geben. Bei den teilweise recht ungewöhnlichen Spielvarianten kommt zwar ordentlich Metal Gear Flair auf, leider erweist sich die serientypische Steuerung für schnelles Online-Spiel aber als ziemlich ungeeignet. Da ihr nur im Stehen genau zielen könnt, braucht es einiges an Eingewöhnungszeit, bis ihr nicht mehr nur hektisch in alle Richtungen ballernd durch die Gegend rennt. Harte Einzelkämpfer widmen sich da lieber dem Duellmodus, der auch schon in der Platinum-Version von Metal Gear Solid 3 enthalten war. Hier dürft ihr sämtliche Bossfights aus dem Story-Modus direkt anwählen. Auf Wunsch auch mit zusätzlichen Handicaps wie etwa begrenzter Munition. Oder ihr macht im um 3 Levels aufgestockten Schlange gegen Affe-Modus Jagd auf die wilde Ape Escape Primatenbande. Gotcha. You're mine. Gotcha. You're mine. Retro-Fans stürzen sich auf die Emulationen der beiden allerersten Metal Gear-Teile überhaupt. Besonders erfreut waren wir hier über die Tatsache, dass Konami sich sogar die Mühe gemacht hat, diese zwei Uralt-Klassiker einzudeutschen. Für Fans der ausufernden Zwischensequenzen gibt's auch noch zwei Schmankerl. Zum einen das Secret Theater mit abgefahrenen Gags und witzig abgewandelten Zwischensequenzen, die ihr so im Spiel nicht zu sehen bekommt. Und zum anderen noch den aus umgeschnittenen Zwischensequenzen und Spielszenen kreierten Spielfilm aus der japanischen Special Edition von Subsistence, der die komplette Geschichte von Snake Eater erzählt. Bei der Fülle an Bonusmaterial lohnt es sich sogar für Besitzer des Original Metal Gear Solid 3 erneut den Geldbeutel zu zücken. Zumal die prall gefüllte Subsistence-Wundertüte zum günstigen Preis von um die 40 Euro über die Theke wandert. I have to find my own weapons and equipment. Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost.